Ja, liebe Leser der Heidenheimer Zeitung, mein Name ist Tobias Rüffel, ich bin Geschäftsführer zusammen mit meinem Cousin Günther hier von der Rüffel Bau und Fertigteile, ein Bauunternehmer und Fertigteilwerk, wie es der Name schon sagt. Wir sind hier ein Unternehmen in der dritten Generation. Wir bauen Häuser, Wohnhäuser, Wohnanlagen, Industriegebäude, Sporthallen, was auch immer, hauptsächlich aus Fertigteilen. Das heißt, wir produzieren die Teile hier vor. Moderne Produktionsanlagen. Unsere Mitarbeiter bauen das auf den Baustellen auf und von daher darf ich Ihnen heute mal mein Büro zeigen. Es wird vielleicht anders sein, wie Sie sich das vorgestellt haben. Bei uns gibt es nicht mehr allzu viele Pläne, weil Pläne ändern sich heute sehr oft. Die Pläne sind in den Rechnern abgespeichert, die werden für die Baustelle noch einmal ausgedruckt, aber hier im Büro handeln wir eigentlich nur noch digitale Pläne. Wir haben immer Kontakt zu den Baustellen über ein Tool. Auch vor 5 Minuten hat erst ein Polier angerufen, eine Frage gehabt und zu mir gesagt, schau mal das Bild an, was meinst du, machen wir so oder so. Das ist, wie wir heute hier arbeiten. Ich habe noch Pläne hier hängen, so von einzelnen Projekten zur Übersicht. Das ist manchmal ganz gut, wenn man mit Kunden telefoniert oder dann eben auch mit der Baustelle, um einen Überblick zu haben. Was habe ich sonst? Naja, auf meinem Schreibtisch, Tablet, klar, Handy. Und ja, immer ganz wichtig, Wasser auch, ja. Die Tage werden oft doch ein bisschen länger, da muss man sich bei Laune halten. Ich habe ein bisschen Papier immer noch da, das ist natürlich auch so. Papier spielt schon noch eine Rolle. Im Moment jetzt haben wir die Zeit, wo es bei uns dann demnächst auch ruhiger wird. Bildungsprogramm ist ein Thema, was ich gerade auf dem Tisch habe. Mitarbeiter gehen zu Fortbildungen, auch ein ganz wichtiger Punkt für uns hier in der Bauunternehmen. Gut qualifizierte Mitarbeiter, ein tolles Team an sich, das ist Bauen. Bauen kann man nicht alleine. Ja, Büro, ich habe einen Besprechungstisch, wo wir hier kleine Besprechungen machen, kann man auch im Stehen machen. Ich habe hier ein Bild hängen an der Wand von einem Ort, Raubis im Salzburger Land in Österreich. Da habe ich meine ganzen Ferien verbracht in der Kindheitszeit, sehr lange auch. Sommer wie Winter, da kenne ich eigentlich jede Ecke. Bild habe ich selber gemacht beim Skifahren. Da gibt es mehrere Berge, große, auch 3000er. Die meisten war ich schon oben. Den sag ich mal, schwierigsten mit 12. Und dieses Jahr mit meinem Sohn Finn auch mit 12 und über den Gletscher wieder zurückgewandert. Ja, ansonsten. Ich mag Pflanzen, grün vor allem gehört in mein Büro und viel Licht. Das ist das, was das Büro ausmacht. Noch ein letztes Bild vielleicht hier. Das ist die chinesische Mauer, wie unschwer zu erkennen. Da hatten wir ein Projekt, wo wir dort einem Unternehmen die Produktion und Montage von Fertigteilen gezeigt haben. Ein paar Mal dort waren mit Mitarbeitern. Und auch einmal die Gelegenheit hatten, auf die Mauer zu gehen. Foto habe ich auch selber gemacht. Ja, das war's schon. Arg viel mehr kann man in meinem Büro eigentlich nicht zeigen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der Heidenheimer Zeitung. Machen Sie es wie ich, lesen Sie das Ding online. Das geht ganz gut auf dem Tablet. Oder machen Sie es wie meine Frau. Die besteht immer darauf, das Papierteil auf dem Schreibtisch, auf dem Esstisch zu haben, morgens beim Frühstück. Danke Ihnen.